Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Auroras Sternmagie. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wurde in der letzten Zeit ganz oft gefragt, Aurora, warum legst du uns die Tagesenergie nicht mehr? Und meine Antwort war immer, ich komme im Moment einfach nicht dazu. Aber bei mir ist es jetzt auch etwas ruhiger geworden, Gott sei Dank. Und somit möchte ich heute wieder beginnen, für euch die Tagesenergien zu legen. Und zwar für morgen, Wochenstart, der 13. November. Vorab bitte denkt daran, im November Mars-Energie und Uranus-Energie. Was bedeutet der Mars? Ja, der kleine Krieger, der kleine Kämpfer als Energie und Uranus unglaublich energiegeladen. Manchmal schon so energiegeladen, dass er kurz vor der Explosion steht oder sogar explodiert. Also wenn ihr euch im November vielleicht etwas kämpferischer fühlt, ein bisschen näher dran seid, auch mal zu explodieren, dann holt euch ins Gedächtnis zurück. Die Energien sind einfach in diesem Monat so. Zählt bis 10, holt Luft, kommt runter. Oder wenn ihr merkt, ja, euer Gegenüber steckt gerade in dieser Energie, kampfbereit, ein bisschen aggressiv, vielleicht, ja, merkt ihr schon, wenn ihr diesen Menschen anschaut, oh, ich lasse ihn lieber in Ruhe, dann lasst ihn auch in Ruhe. Jeder kämpft im Moment mit diesen, ja, starken emotionalen Energien. Jetzt legen wir aber los. Wir schauen einmal, welche Energien denn morgen Montag für uns am stärksten sind, was wir da so sehen dürfen. Wenn wir das wissen, hilft uns das auch, das ein oder andere in unserem Umfeld zu verstehen, darauf einzugehen. Und ja, dann lasst uns einmal schauen. Für Montag, den 13. November, welche Energien sind am stärksten? Welche Botschaften darf ich für morgen überbringen? 3 Stück wollte ich und jawohl. Direkt 3 rausgeschossen. Dann schauen wir mal. Ja, sehr schöne Energien. Der Fuchs schaut aus dem Bild raus. Also morgen keine Energien unterwegs, die unehrlich sind oder die euch sagen, habt Acht, passt auf, da ist etwas im Busch, was nicht koscher ist. Nein, der Fuchs schaut raus. Das bedeutet, morgen sind die Energien tatsächlich auf Ehrlichkeit programmiert. Ihr könnt euch auf euer Umfeld, auf eure innere Stimme und auf die Menschen, die euch begegnen, verlassen. Da ist ja keine Neidenergie, keine Hinterlist im Spiel. Das Kleeblatt sagt, im Grunde genommen haben wir morgen eine glückliche Stimmung. Das Klee ist immer das kleine Glück, aber ihr seht ja die Pusteblumen, die daraus so schön wachsen. Was bedeutet, wir haben morgen einfach ein glückliches Händchen, fühlen uns beschwingt glücklich. Dinge, die ihr angeht, können zum Wachstum gebracht werden, denn der Klee zeigt ja auch Wachstum, positive Wachstum. Positives Wachstum, so rum. Das Schiff, ein Abenteuer kann beginnen. Ihr könnt morgen etwas in Angriff nehmen, das Ruder in die Hand. Es hat auf jeden Fall einen positiven Ansatz. Also es wird zum Erfolg führen. Es ist aber nichts, was sehr, sehr schnell vor sich geht. Also wenn ihr etwas geplant habt, könnt ihr morgen damit beginnen. Es wird sich langsam entwickeln zum Positiven, Blüten zeigen, Wachstum zeigen, zum Erfolg führen. Aber wie gesagt, das Schiff ist nicht das schnellste Verkehrsmittel, das wissen wir, aber beständig, langsam und positiv. In der Liebe, wenn ich das Ganze jetzt auf die Liebe sehe, könnte es sein, dass ihr eine kleine Reise geplant habt, vielleicht zu eurem Herzensmensch, vielleicht müsst ihr zudem ein Stückchen reisen, wohnt nicht in eurer unmittelbaren Umgebung, habt geplant, eine Reise ja, anzugehen, auch diese wird
wenn ihr sie angeht, glücklich verlaufen, ohne Hindernisse, ohne irgendwelche Einschränkungen oder dass euch ein Stein in den Weg gelegt wird oder sonst irgendwas. Also für morgen super schöne Energien. Es ist etwas Wandel drin. Ihr könnt etwas angehen, was positiv verlaufen wird. Ob es eine Reise ist, vielleicht ein Kurztrip, den ihr geplant habt, könnt ihr morgen buchen. Das Glück ist mit euch. Es wird alles super verlaufen. Ihr könnt euch in jegliches Abenteuer morgen stürzen. Da ist absolut keine negative Energie drin. Im Gegenteil, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, vom Glück geprägt und auch dieses wachsende Glück. Also ich freue mich auf den morgigen Tag, denn das sieht sehr, sehr schön aus. Nichts Negatives zu berichten, und wenn der Fuchs rausschaut, ist das auch immer ein sehr gutes Zeichen, dass wir morgen einfach einmal ja, uns keine Gedanken machen müssen, dass jemand nicht ehrlich mit uns ist oder uns ans Bein pinkeln will oder sonst irgendwas. Gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder mit den Tagesenergien für Dienstag. Ich freue mich auf euch. Bis dahin alles Liebe von mir. Tschüss.